Aber weißt du, was ich eigentlich auch machen müsste? Ich müsste Warcraft 3 wieder anfangen. Ist doch ein neues Jahr. Ich mache doch jedes Jahr, spiele ich auch einmal die Warcraft 3 Kampagne. Ja, bei dem sind wir auch gerade bei der Switch. Auch Wildlife Park ist auch nicht schlecht. Ja, aber trotzdem ist das ein schönes Spiel. Also so schlecht finde ich es jetzt nicht. Das Einzige, was natürlich jetzt wirklich beschiss ist, ist wirklich das mit den Videos. Das hätten sie wirklich überarbeiten müssen. Aber das ist so ein Punkt, wo ich sage, das finde ich auch nicht okay. Ansonsten finde ich das Spiel nicht schlecht. Ah, ich darf den gar nicht berühren. Ah, okay. War mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Was man mal zum Beispiel auch mal spielen könnte, wäre Diablo 2. Einmal durchspielen. Das ist quasi die Vorgeschichte zu Diablo 3. Meinst du jetzt von Diablo 2 oder Warcraft 3? Achso. Ja. Du musst hundertprozentig genau zählen. Und wenn du weißt, bei 5, du musst gleich rüber. Und da ist dann noch nicht was. Da, Togu, da ist dann noch ein Projekt, ne? Mit uns dieses Jahr, ne? Das darfst du ja auch nicht vergessen. Wir haben ja noch den Podcast am Laufen, ne? Ja, Togu, da bist du jetzt sprachlos, ne? Ich glaube, auf der Switch sind wir auch schon weiter. Wir sind bei der Switch, das bei dem Level danach. Echt, bei dem Level? Ja, wenn aber Pokémon gespielt. Ich würde das neue auch ganz gerne holen, aber das wird nächsten Monat nichts. Und wo habe ich denn den Totenkopf vergessen? Ja, ich weiß nicht, ob das genau das ist. Okay. Ja, irgendwie folgt mir der eine Totenkopf. Ach nee, warte mal, man braucht ja glaube ich noch irgendwie einen Diamanten. Also das als Joto-Variante würde ich bestimmt auch mal spielen. Ach, Pokémon Go, nee. Aber das Arceus, was sie haben, das würde ich mir auf jeden Fall mal angucken.
Ja, du musst ja nicht bei jedem Podcast mitmachen, Togo. Schreib dir vorher das Thema, wenn du sagst, das ist was für dich, kannst du mitmachen. Ich will dich ja auch nicht überfordern mit den ganzen Sachen. Ah, okay, ich kann nicht alle holen, weil ich den blauen Diamanten brauche. Alles klar. Dann hat sich das erledigt. Weil immerhin haben wir schon mal nachgeguckt. Ja, stimmt, ich konnte ja nicht in die Ecke springen. Ich hätte eigentlich auch drauf springen können, aber ich hatte keine Lust. Neun Kisten? Das geht ja noch. Frau Togo, wenn jetzt, sagen wir jetzt mal, jetzt hast du deine Spiele. Wie willst du das dann mit dem Stream machen? Wie lange arbeitest du bis Viertel nach vier, ne? Also wie sagen wir mal, du bist ungefähr 18 Uhr zu Hause. Jetzt aktuell wegen der ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt nächstes Jahr ist, wegen der Autobahn und so. Bumperfrüchte, Schatzi. Ja, muss sie ja auch nicht. Aber sagen wir mal so, du fängst halt an mit Freitag, Samstag, Sonntag. So als Grundlage. Wenn du Freitag hast, kannst du ja ein bisschen besser planen, das Ganze, als in der Woche. Freitags bist du ja früher zu Hause. Einkaufen bist du dann ja noch. Also wenn du abends um 18 Uhr anfängst, so bis 20 Uhr, das reicht doch auch. Ich rede von Freitag. Freitag hat er um 1 Feierabend. In der Woche wird das sowieso so nichts, weil das schafft er ja gar nicht. Der ist, sagen wir mal, um 5 Uhr zu Hause. Dann ist er am Essen machen um 6. Ja, selbst wenn du nur eine Stunde machst, ist doch vollkommen egal. Habt ihr gespielt? Achso, Stardew Valley. Ja, dann machst du halt von 20 bis 21 Uhr. Ist doch scheißegal. Machst halt eine Stunde.
Eine Stunde ist besser als gar nichts. Ja, den Sonntag hatten wir auch noch mit Minecraft, ne? Hier Feiertage. Scheiße, wie immer. Ich habe dies ja noch gar nicht geguckt, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass ich nächstes Jahr auf jeden Fall freigenommen habe zwischen Juni und Juli, da die Feiertage. Weil ich habe ja dafür Februar 2 Urlaubstage genommen. Jetzt müsste ich normalerweise 2 Diamanten bekommen, weil ich bin nicht gestorben. Ich habe nur einen bekommen. Ich müsste normalerweise 2 bekommen. Ach nee, warte mal, du bekommst nur den gelben, wenn du alles nimmst und ohne zu sterben durchkommst. Kann das sein? Ja, es ist der gelbe. Ich speichere mal eben. Das will ich nicht überspeichern. Aktuell ist geplant, Freitags ab 20 Uhr und Samstags 19 Uhr mit euch kommen. Ja, sag mal, das sind 2 Tage. Reicht noch voll und ganz aus, damit du schon mal anfängst. Du musst ja klein anfangen. Du musst ja nicht so bekloppt sein wie ich. Reicht ja schon, wenn einer so verrückt ist. Einer von uns muss ja normal bleiben. Sollen die Leute ruhig glauben, dass ihr Geschwister seid? Ey, Tugo, ich hab was mit deiner Schwester. Das hört sich so falsch einfach an. Wollen die Leute, die den Tugo wirklich privat kennen, die denken, bitte was? Er hat 2 Schwestern? Und wieso hat der was mit seiner Schwester? Was für eine Schwester? Warum kennen wir die Schwester nicht? So eine Scheiße wird dann da... Ach ne, jetzt kommen die Dinger, ne? Ach verdammt. Nein, genau reingesprungen. Ich bin down. Jetzt krieg ich den Diamanten nicht. Ist egal. Da brauchen wir auch nicht alles mitnehmen jetzt. Ich meine, wir haben 91 Leben, ganz ehrlich. Hier oben sind wir gerade verreckt, ne? Ja, genau. Auch nicht schon wieder TNT. Ja, hast du auch noch die eine zum Anlernen, stimmt ja auch noch. Hä? TNT.
weiß ich. Das ist da kurz vorm Ende, ne? Und das, diese Springer-Dinger, das sind die nervigsten von allen. Jetzt sind die Diamanten jetzt sowieso nicht gekriegt. Weil du darfst nicht sterben in dem Level. Ich habe ja auch gesagt, wir gehen auch erst einmal komplett durch. Ich sag ja auch nur. Wenn die Paddy Crew wieder unterwegs ist. Wie hat er mich denn da erwischt? Mafia wäre auch noch was für dich, Togo. Ein Cross Dungeon. Ja, der ist mit so weit weg gerade. Im schlimmsten Fall. Ja, Minecraft sind alles so Spiele, die Kinder gerne spielen. Hm? Ja, LOL brauchst du doch so nicht streamen. Ich hab ja nichts dagegen, wenn jemand fragt, aber den ersten Text kann ich mitspielen, statt erstmal zu fragen, ob man überhaupt Multiplayer spielt. Ich hab nicht gedrückt. Ich hab nicht gedrückt! Ja. Okay, was soll das jetzt? Er nimmt die Stufen nicht. Also es sind ja versteckte Kisten hier hinter. Aber er nimmt die Stufen hier nicht mit. Ah, das bringt so nix. Oh mein Gott! Was ist hier los? Dumme Sau habe ich jetzt nicht gesehen. Das ist übrigens das schwerste Level von den Eis-Leveln. Nein, er ist runtergefallen. Hm.
Hm? Ärgerlich. Immer zwischendurch Tonaussetzer. Ich weiß nicht warum. Aber immer nur für so ein paar Sekunden. Ach du Scheiße. Scheiße. Wie mache ich das denn bei dem? Also die erste Karte, wo ich jetzt schon ein bisschen länger dran hänge, ne? Weißt du, klug, scheiße, mach's besser. Ich glaube, ich muss eine bestimmte Reihenfolge erwischen. Ich spiele auch keinen Outflipper mehr. Kannst es ja so oder so besser, also warum soll ich es denn spielen? Nein! Das kann nur noch 5 Stunden dauern. Vielleicht sollte ich doch wieder schneiden. 3 Stunden Video, so oft bin ich hier verreckt.
Modell bauen war, ich weiß nicht, ob das was für mich wäre. Ah doch, könnte man Videos zu machen. Dann kannst du nachher die Scheiße selber machen. Okay, drüber gesprungen. Hier fehlen echt 4 Kisten, ist das euer Ernst? Das ist egal, er will es geschafft. Och nein. Nein. Ich hasse dieses Level. Ich glaube, an dem Level ist auch Togo gescheitert. Togo hat den ersten Teil durchgespielt. Ich glaube, hier hast du aufgehört, ne? Ja, weiß ich, wolltest du machen. Ich mach das demnächst so. Ich mach dir den House Flipper an. Dann spielst du das. Und machst du die Wohnungen. Mal gucken. Was du weggenosse. Jetzt nicht sämtliche Kisten, dafür habe ich jetzt heute keine Lust. Also wir sind ja schon einmal gestorben. Es ging darum wegen Zuschauerzahlen. So, Zuschauer benehmen, ja. Die meisten sind eigentlich von Minecraft Dungeon nach mir gekommen. Ansonsten habe ich, glaube ich, durch kein Spiel, doch durch House Flipper ist Petra dazu gekommen. Und Paul ist durch K-Mechanik dazu gekommen. Der Rest ist alles durch Minecraft Dungeon. Ja, durch Minecraft ist keiner dazu gekommen. Alter, wo ist denn der blöde Checkpoint, ey? Och Junge, Checkpoint, please! Oh. Der war ärgerlich. Der war ärgerlich. Ja, was willst du machen? Ego-Tale könnte ich auch mal wieder spielen. Ja, den Hobbit wollten wir und Herr der Ringe wollten wir im Korb spielen.
Ja, jetzt ich habe ich zwar gedrückt, aber der ist weggerutscht irgendwie beim Springen. Na gucken, vielleicht schaffe ich es ja diesmal in FIFA in die englische Liga zu spielen, komplett durchzukommen. Das war sie noch nicht im Stream. Ich guck mal. Vielleicht mache ich es auch mit FIFA 23. Hä? Stimmt. Nein. Hat er nachher gesagt, er hat nachher Kopfschmerzen gekriegt von der Ansage? Ja, genau der. Ich würde es ihm zutrauen, aber ich habe immer Moin Moin gesagt in den Videos. Ich habe es ihm irgendwann angewöhnt. Ja, es ist als Ansage zu benutzen, meine ich. Nee, das mache ich nicht. Jawohl, wir könnten nochmal das machen, dann haben wir es als Checkpoint zumindest. Du könntest ja mal probieren. Oh, ich krieg jetzt schon was Kotzen. Was war das denn? Was war das denn? Junge, wo bist du denn hingesprungen? Ich wollte zumindest mal probieren. Kollege Barfuß. Ach komm, wir probieren es nochmal. Für 2-3 Tries können wir ruhig mal machen. Also ich habe noch eine halbe Flasche Irish Whisky hier stehen. Ah, ich komme da nicht hoch. Der Jim Beam ist leer. Den Jim Beam habe ich leer gemacht vorhin. Komm, wir machen die Karte weiter. Wie gesagt, ich will jetzt keinen 100% Run machen. Ich hatte ja nicht mal Kopfschmerzen. Also habe ich auch keinen Konterbesaufen betrieben. Ich hatte ja nicht mal Kopfschmerzen. Was ist das denn für ein Zeug? Abgesehen davon haben wir auch keine Cola mehr da. Für den Glühwein brauchst du keine Cola. Koreanischer Reisschnaps habe ich noch nie getrunken. Weißt du, was wir mal wieder machen müssen, Tugo? Wir müssen wieder zum Chinesen fahren. Bevor wir das dieses Jahr hinbekommen. Ich wollte jetzt keine Großveranstaltung rausmachen. Können wir ja dann im März machen, wenn wir Urlaub haben. Musik ist cool. Die Musik von dem Spiel gerade. Ah, verdammt. Was, wenn man dann schon wieder darf? Wer weiß, ob das nächste Woche kommt. Ja, wenn dann sowieso erst im März. Abgesehen davon, wir sind sowieso geimpft. Ich bin geboostert. Du bist bis dahin auch geboostert. Nadja bestimmt auch. Also. Ansonsten machen wir es anders. Dann kommst du zu uns. Wir bestellen Essen und fertig. Ja, wir haben ja mittlerweile 3 Stühle. Ja, du musst halt schnell genug durch, weil das Licht irgendwann mit verschwindet. Was? Nee, wenn, dann bestimmen wir bei Mehmet.
Wir bleiben auch bei mir mit der einen, der ist nicht so der Burner. Ja, die Pizza war ganz okay, aber alles andere, Wir gucken da mal. Hat Sven dir gestern eigentlich auch geschrieben? Ne? Oder bestimmt vergessen. Ach, schöne Scheiße. Seh nix. Nee? Wieso nee? Du bist doch geboostert, oder nicht? Oder bekommst du noch? Die sind ja die nächsten wieder in Schöcksmühle, dann kannst du dich da boostern lassen. Ja, der Bus kommt. Ja, aber die Impfung, die erste, ist ja wohl bei den meisten jetzt durch. Nein, drei Kisten fehlen. Verdammt, das kann doch nicht sein. Also dir, der hat dir auch nicht geschrieben. Also er hat ja das Geburtstag gestern vergessen. Er hätte mir aber geschrieben. Ich habe einmal einen Status reingemacht, so wie ich es jedes Jahr mache. Oder dass er dich vergessen hat. Alex hat mir zum Beispiel nicht geschrieben, aber Alex hat auch meine Handynummer nicht. Die neue. Wir haben einen Tonaussetzer. Bei dir wusste ich, bei dir brauche ich nicht schreiben, weil wir schreiben uns sonst immer über Steam. Warte, diesmal warst du ja schneller als ich. Ja, er hat in die KKC geschrieben, ne? Die 6.1 oder was, das wir da hatten da, die haben wir, sind wir auch rausgegangen. Oder ich zumindestens, weil da ist sowieso tot. Da macht sowieso keiner mehr was. Die meisten haben eher alle neue Handynummern. Von daher ist was drauf. Ja, es läuft ja auch nicht weg, Togo. So groß ist der Kanal jetzt nicht, dass ich da jetzt unbedingt das machen muss. Das machen wir dann, wenn wir Zeit haben. Können wir auch nächste Woche noch machen. Müssen auch noch ein paar Thumbnails machen. Ich habe jetzt gerade schon gedacht, ich bin zu früh gesprungen. Na, ja, ich glaube, da kann ich noch gar nicht rüber, ne? So. Ach toll, ich habe nur 2 von 3. Selbst verarscht.
Aber wir können ja so also mal gucken, wie wir das dann machen mit der Discord-Gruppe. Dass wir halt einen extra Channel haben, ja schon mal für die Community. Das ist ja schon mal fertig. Das ist ja schon mal durch. Wir brauchen so einen Blödsinn-Channel. Den Wäschekorb haben wir ja wieder drin. Dann bauen wir noch einen Channel, wo der automatisch das reinpostet wegen dem Stream und YouTube. Ansonsten müssen wir mal gucken. So ein Streamplan-Channel. So ein Quassel-Channel. Solche Sachen halt. Also es wird ja eigentlich relativ schnell gemacht. Müssen dann nur noch neue Ränge reinmachen und dann ist das ja eigentlich schnell fertig. Ein Twitch-Design, was hast du denn geändert? Ja, das müssen wir auch noch machen, die Sachen, ne? Die Bilder für den Kanal, für Twitch, die Banner und Logos müssen wir auch noch alle machen. Für Panels bisher, ah, okay. Da siehst du, hier kriegst du nämlich auch, glaube ich, die anderen Sachen her. Alex nachher dabei. Star Wars Filme? Ich frage zu, hast du irgendwelche Star Wars Filme? Aber was wollte ich auch noch spielen dieses Jahr? Und noch das Jedi-Spiel. Ich habe auch keine Filme von denen. Wahrscheinlich auch nur auf Netflix verfügbar, ne? Disney? Ach, das gehört mittlerweile zu Disney? Habe ich gar nicht mitbekommen. Disney Plus. Ein Star Wars Teil, den wollte ich auch noch spielen. Aua! Oh, es war so klar. Also die ganze Zeit passiert nichts, jetzt wo ich rüberspringe. Ne, warte mal, ich muss da glaube ich nach unten, ne? Drüber gegangen. Google doch einfach mal auf YouTube, da gibt es bestimmt was. Also die haben es natürlich gesperrt. Serien interessieren keinen, du musst die Filme gucken. Also die Serie wieder extra.
Ja, warum ist er zur bösen Seite gekommen? Weil seine Mutter getötet worden ist und dadurch das Böse in ihm stärker geworden ist. Und daraufhin ist er zu der bösen Seite gewechselt. War schon immer einer der Bösen. Dann haben sie den Text aber, haben sie es aber geändert. In dem Film ist es anders. Ja, da musste ich aber auch mit auseinandersetzen, sowas. Dein Urlaub. In einem was? Ein Beuteldachs. Aber ja, er ist eigentlich ein Fuchs. Wumperfrüchte. Wumperfrüchte. Ich werde gemobbt. Boom, Baby! Und dabei wollte ich den nicht mal mitnehmen. Mal gucken, wie viel wir am Ende haben. Badaba! Gut, dass ich keine Kamera habe. Du, ich bin gerade Single. Sollen wir mal auf Frauensuche gehen? Ah, fuck. Stehst du da so schnell unter der Kartoffel? Du bist eine Frau, für dich ist das einfacher. Nur ob du das findest, was du suchst, ist eine andere Frage. Mach ich dann demnächst auch Facebook Online Dating. Er hat einfach nur Glück gehabt. Dass er die gerade gefunden hat, die in Schacksmühle wohnt. Aber Sven kennt auch jeder in Schacksmühle. Oder fast jeder. Ja, ja. Nein! Und wieder alles von vorne. Der heißt aber nicht ganz damit Nachnamen. Hier ist bestimmt genug von. Ja, weil es auch früher normal war, dass sie vor den Nachnamen des Mannes angenommen hat. Ah, deine Oma war bestimmt verheiratet. Ne? Ja, ja. Da konnte auch nur einer arbeiten gehen. Da ging das ja damals noch.
Weißt du, was du machen kannst? Okay, das heißt, den darf ich jetzt nicht nehmen. Dann noch einer runter. Ah doch, ich muss den. Der muss nur warten, bis er nah genug dran ist. Komm, Junge, gib mir! Gib mir! Wollen, dass er das überlebt hat. Wie dieser scheiß Oger gestern in Dragon Age. Oh, der hat mich genervt einfach. War ja auch der Ogre. Hast du eigentlich mal Cyberpunk in Englisch gespielt, Hugo, oder hast du komplett Deutsch gespielt? So ein Unterschied mit den Synchros? Dann müsste ich es nochmal runterladen, wenn wir das mal auf Englisch anhören. Also ich weiß, dass ein Arbeitskollege das auch komplett in Englisch gespielt hat. Weil er die deutschen Synchros nicht ganz so schön fand. Und meistens ist es ja so, dass wenn du das nachsynchronisierst, dass da vieles ja verloren geht. Boah, Alter, wie mache ich das denn jetzt? Lord of the Schleife! Muss immer noch mal warten, bis es runtergeht. Na, als wenn das sind ja. Oh nein! Ich hätte den Diamanten jetzt holen können. Gefällt auf ganzer Linie. Weil ich das Ding nicht gesehen habe. Also ich weiß, dass zum Beispiel bei wie heißt es? Resident Evil Village, die Synchros, die haben sie direkt mit dem gemacht, wo sie auch die Bewegung mit reingenommen haben. Das war ein englisches Projekt. Ja, aber die Bewegung, die sie gemacht haben, war mit englischen Schauspielern. Es kommt drauf an, wer der Entwickler und wer der Publisher ist. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ja, das mag zwar sein, dass die Spiele entwickelt haben, aber dass die Bewegung und sowas kann jemand anders gemacht haben, eine andere Firma. Ach, Junge, jetzt habe ich einen Wurm drin, ne?
so früh. Junge, dein Scheiß Ernst, wie kannst du mich da nochmal treffen? Mal warten, bis es runtergeht. Das sind Sekunden, die ich Zeit habe. Hier wieder zu. Ich den aber nicht, weil ich gestorben bin. Das ist ärgerlich. Ich hätte ihn bekommen. Aber ich habe das nicht gesehen mit der Brücke. Kann sein, dass die Pellets leer sind? Ja, das können wir überspringen, weil dahin kehrt man zurück, sobald man alles geholt hat. Hm? Oh, ist das Problem. Verflixt nochmal, Crash Bandicoot! Super gefehlt heute. Wie windig das immer abzieht. Komm schon, Digga! Schieß! First try. Er ist doch der einfachste von allen. Ja, Papa ist der einfachste und danach kommt Cortex. Und vor allem ist er der schnellste. Ja, das war Crash 1. Bin durch. Nach 12, 2 Stunden 14 Minuten.